Einen wundervollen Montagmorgen für euch, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen erfolgreichen und gesunden und glücklichen Wochenstart. Wir schauen mal bei Bitcoin rein. Der Gesamtmarkt eher seitwärts. Wir bewegen uns weiterhin im Bereich der 19.000 US-Dollar. Deswegen Kerzenschluss auf Tagesbasis war unter den vorherigen Tiefs bei den 19.200 Dollar circa. Ein bisschen tiefer waren wir. Und da haben wir darüber gesprochen, dass sollten wir darunter schließen, die bullische Price Action erstmal die unwahrscheinlichere ist. Ganz klar, natürlich kann auch hier ein Fakeout erfolgen. Das müsste dann heute der Fall sein. Das heißt, wir müssten heute definitiv oberhalb der 19.200 US-Dollar schließen. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass wir möglicherweise hier dieses Hoch abgreifen bei den 20.400 US-Dollar, weil wir hier in diesem Bereich ein relativ großes Volumenaufkommen haben, was immer den Charakter mit sich bringt, dass hier oben entsprechend Liquidität appliziert wird und für den Markt natürlich in mehrfacher Hinsicht immer interessant ist. Zum einen, um potenziell Short-Positionen aufbauen zu können, zum anderen aber auch, um Long-Order natürlich hier profitabel unterbringen zu können. Sollten wir das nicht sehen, dann ist dieses Level hier bei den 19.150 bis 19.200 US-Dollar circa, das ist der Scheiderichter. Das heißt also, sollten wir heute darunter schließen, dann werden wir mit enorm großer Wahrscheinlichkeit diese dynamische Unterstützung auch brechen und dann den nächsten Impuls nach unten bekommen. Wir werden potenziell, so zeigt es uns der Chart zumindest an, nur noch kleine Zwischenhaltestellen haben bei den 18.4 wie auch bei den 17.9. Aber das große Ziel in Anführungsstrichen ist natürlich ein neues Tief. Das neue Tief ist im Gesamten betrachtet in der Makrostruktur gar nicht so unbedingt so super notwendig. Und darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, weil jetzt natürlich immer mehr Stimmen auch laut werden. Ja, Bitcoin macht ein neues Tief, Bitcoin geht auf 11.000, auf 15.000 Dollar und, und. Punkt 1 natürlich, diese Vorhersagen, Prognosen bringen gar nichts. Reagieren über Antizipieren. Nichtsdestotrotz macht man sich natürlich charttechnisch Gedanken darüber, wohin die Reise gehen könnte. Und wenn wir uns einfach mal dieses aktuelle Tief anschauen, dann sehen wir, da ist gar nicht so viel Volumen drin wie jetzt. Das heißt, die große Umverteilung, die findet gerade hier statt. Bedeutet, dass wir hier diese Tiefs rausnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, als dass wir hier unten nochmal das große Tief rausnehmen. Aber ansonsten erinnert das so ein bisschen an, ja, vielleicht können wir es mal wieder Wyckoff aufrufen. Das erinnert ein bisschen an Wyckoff, wo wir gerade in dieser Seitwärtsphase hier sind. Ich hoffe, das lädt schnell genug. Genau, da ist der nette Herr. Und wir sehen hier, dass wir entsprechend in dieser Wyckoff-Verteilung möglicherweise gerade an einem Zeitpunkt sind, wo wir uns hier stabilisieren, konsolidieren, bevor wir dann nochmal den neuen Test ins neue Tief bringen. Dann kommt der Spring, das heißt nochmal ein tieferes Tief, bevor dann die Erholung kommt. Und wenn wir uns das Ganze mal so anschauen und so applizieren möchten, dann würde das möglicherweise unter dieses Tief gehen können. Dann würden wir nochmal ein schmaleres, tieferes Tief sehen, vielleicht bei den 16K, bevor wir dann mittelfristig diese Turnaround-Möglichkeit hier auch wahrnehmen können. Also aktuell noch relativ weit weg von Kaufempfehlungen, aber dieses ganz große Short-Momentum scheint auch einfach ein bisschen schon draußen zu sein. Tiefere Tiefs sind immer noch wahrscheinlich, recht einfach durch das Volumen auch zu sehen, dass wir hier Riesenvolumenaufkommen haben, aber wenig Stabilität. Aber so dieser ganz, ganz große Abverkauf, ich persönlich kann mir vorstellen, dass der gar nicht mehr unbedingt kommt. Ansonsten sieht es jetzt erstmal auf den kleineren Zeiteinheiten weiterhin, ich sag mal, nach ja, Konsolidierung bzw. tieferen Kursen aus. Wir haben hier vielleicht auch die Möglichkeit, von dieser dynamischen Widerstandslinie den nächsten Impuls nach unten zu bekommen. Oder sollten wir die brechen, dann sogar, wie wir auch schon besprochen haben, kleines Potenzial auf die 20.2. Möglich ist das. Die kleineren Zeiteinheiten lassen da gerade ein bisschen Perspektive zu, weil wir von den tieferen Tiefs hier die Rejection bekommen haben und uns sehr schön auch gerade eher stabilisieren mit diesem Level Reclaim. Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Wie sieht es in den anderen Märkten aus? Der DAX wie auch der Dow Jones vorbörslich mit leichter Erholung nach diesen brutalen letzten Tagen. Der Dollar konnte sich ein bisschen nach unten bewegen, akkumuliert hier aber gerade auch wieder. Das heißt, jetzt ist spannend. Kriegen wir hier das tiefere Hoch, dann würden wir mit großer Wahrscheinlichkeit tiefere Dollarkurse sehen, was den Euro, was aber auch Bitcoin beflügeln kann. Sollten wir hier aber sehen, dass dieses Tief verteidigt wird, dann spricht das Ganze für eine Trendfortsetzung und das wird auch wieder Bitcoin und Co. deutlich unter Druck setzen. Also gemischte Erwartungen an diese Woche.
Wir schauen, wie jetzt vor allem der Ami-Börsenstart heute die Märkte bewegt, wie der Tonus an den Märkten ist. Diese Woche stehen ja auch wieder ein paar wichtige bzw. interessante Termine an, um die wir uns dann in den kommenden Tagen kümmern werden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in diese neue Woche. Bleib gesund, bleib diszipliniert, bleib geduldig und vor allem, ja, wenn es an den Börsen wild hergeht, versuch vielleicht nicht unbedingt immer den nächsten Dollar zu erzwingen. Das hat mir persönlich sehr geholfen, die Erkenntnis, pass auf, manchmal ist das gute Geld, was du machst, das, was du nicht abgibst. Und ein bisschen Passivität ist in aller Regel auch nicht super, super dramatisch, sondern vielleicht, wenn du die Geduld hast, dann auch ein bisschen besser deinen Einstieg einzuplanen, deutlich, deutlich, deutlich profitabler, als wenn du versuchst, auf Krampf alles Mögliche mitzunehmen. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.